Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Monatslegung für den Monat Dezember. Ich möchte schauen, was wir da schon sehen dürfen. Und als erstes ziehe ich eine unterstützende Kraft für dich und eine eher nicht so unterstützende Kraft, die du eher meiden solltest. Ah, festbleiben in deinen Entscheidungen. Okay, sehr schön, sehr schön. Wir haben zwei sehr schöne Energien. Die finde ich tatsächlich auch immer sehr eindeutig, wenn ich sie so ziehe. Mit dem Herrscher haben wir eine Energie, lieber wieder, wo du festbleiben darfst. Du darfst bei den Dingen, die du kennst, bleiben. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du dich an Altgewohntes hältst. Der Herrscher zeigt, wie gesagt, so eine Festigkeit, sowas, es ist in Stein zementiert. Er zeigt häufig auch Alltag an, Routinen, die dir gut tun und einfach auch so Überzeugungen, die auf jeden Fall beibehalten werden dürfen. Das zeigt aber auch auf eine gewisse Weise irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein an. Es kann sein, dass du in den letzten Wochen viel an dir gearbeitet hast und einfach stärker in deine Mitte, in dein Selbstbewusstsein reingekommen bist, besser weißt, was du willst, was du nicht willst, ja? Von daher bleib dabei. Die drei der Schwerter sind die ungünstige Energie, die solltest du eher meiden, ja? Und da haben wir Herzschmerz, Melancholie, so eine verhagelte Stimmung. Der Dezember ist prädestiniert dafür, dass wir alle so ein bisschen melancholisch werden. Die Tage sind kurz, die Nächte dunkel, es ist kalt, das Wetter ist nicht besonders toll und von daher lass dich davon nicht runterziehen. Guck, dass du ein bisschen diese Melancholie vermeidest und dass du dich eher auf die Sonnenseite des Lebens konzentrierst als auf die Schattenseite. Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und guck halt, dass du bei altbewährtem bleibst. Ja, überleg dir, was hat dir in der Vergangenheit gut getan und was hat dir nicht gut getan? Was zieht dich runter? Und dann meide es bitte und guck, dass du da deine Stabilitäten beibehältst. Ja, das ist schon mal so ein bisschen die Energie, die auf jeden Fall mitschwingt im Dezember. So, wir schauen jetzt auf das erste Thema, auf das Thema Liebe. Und da möchte ich mal schauen, was ich da für dich sehen darf und was ich dir da erzählen darf. Einmal noch mal ganz kurz. Mir ist wichtig zu sagen, dass ich nur die Tante bin, die die Karten interpretiert. Ihr seid in der Verantwortung, für euer Leben selbst zu sorgen. Ihr müsst nicht das tun, was ich sage. Ja, das ist mir noch mal ganz, ganz wichtig. Das ist quasi eine Beratung und ihr könnt dann überlegen, was ist dafür für mich wertvoll, was möchte ich daraus mitnehmen und was eben nicht. Und ihr seid auch immer in der Position, wo ihr den freien Willen habt und wo ihr auch selber Dinge gegen die Wand fahren dürft, wenn ihr wollt. Ja, mir ist nur wichtig, dass man das bewusst macht. So, Liebe. Ach du liebes bisschen. Das ist tatsächlich, also das ist eine Kombi. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, der Dezember ist wie so ein Liebesmonat, ne? Wir haben hier wieder so eine Energie, auch bei dir, lieber Widder. Du bist sehr schön in deiner Feuerenergie drin und ich sehe dich hier auch sehr strahlend, sehr sexuell aufgeladen, um es jetzt mal so zu sagen, attraktiv und das werden andere Menschen auch sehen. Ich hatte das gerade schon mal bei einer anderen Legung, dass ich gesagt habe, du hast so wie Zucker in den Taschen. Die Menschen werden dir hinterherlaufen. Die Männer, wenn du auf Männer stehst, die Frauen, wenn du auf Frauen stehst, ne? Und dementsprechend bringst du hier eine großartige Attraktivität mit. Du leuchtest von innen, du strahlst, du bringst wirklich so ein Feuer mit, was man einfach gerne um sich hat, ja, das einmal an dieser Stelle. Königin der Stäbe ist auch immer sehr willensstark. Sie macht keine Gefangenen. Sie weiß, was sie möchte. Sie kennt ihre Grenzen und sie würde sie auch verteidigen. Das hat sie hier mit dem Herrscher inne. Ich glaube, hier an der Stelle bist du sowieso in dieser Energie drin und es ist wahrscheinlich auch deine Energie. Gerade Widder als Feuerzeichen und Königin der Stäbe als Feuergöttin, ne, passt hier wahnsinnig, wahnsinnig gut. Gleichzeitig wirst du hier in Sachen Liebe irgendwas bezwingen können. Ich weiß nicht, ob es problematisch war in letzter Zeit zwischen dir und deinem Herzensmenschen. Du wirst das bezwingen. Du wirst ihn betören und du wirst auch ihn in eine Bahn lenken können, wie es dir beliebt. Natürlich ist immer so ein bisschen so ein kleiner manipulativer Anteil da drin, wenn ich das sage. Aber auf der anderen Seite machen wir den ganzen Tag nichts anderes als zu manipulieren. Und selbst wenn es nur darum geht, dass wir das Gefühl haben, wir möchten von anderen Menschen gemocht werden, auch das ist eine gewisse Manipulation. Und dementsprechend, da bist du sehr stark drin. Das ist quasi so dein
deine Stärke in dieser Legung. Page der Schwerter. Hier kommen Informationen und hier kommt nur eine gewisse Erkenntnis, ja. Das kann sein, dass sich das nicht so ganz gut anfühlt. Es bringt dich auf jeden Fall dazu, etwas zu transformieren in Sachen Liebe, irgendetwas aufzugeben oder vielleicht auch irgendetwas im Sande verlaufen zu lassen, ja. Kann sein, dass du hier an dieser Stelle Single bist. Das ist jetzt ein Beispiel. Bitte behandelt die Beispiele als Beispiele. Ich versuche euch immer nur die Energien zu erklären, die ich hier sehe. Sagen wir so, du bist hier Königin der Stäbe, du bist tatsächlich Mittelpunkt im Moment in jeder Party. Du hast dir da vielleicht schon einen Mann ausgeguckt, den du gerne bezirzen möchtest. Das wird dir hier an dieser Stelle auch super gelingen. Jetzt haben wir hier aber noch ein altes Thema, wo nochmal eine zusätzliche Information kommt. Sagen wir, du hängst immer noch emotional am Ex-Freund, obwohl du bereits hier schon einen neuen im Auge hast. Dann kommt hier eine Information, die dir helfen wird, vom Ex-Freund abzulassen. Ja, da geht was zu Ende. Es verläuft sich etwas im Sande. Gerade beim Thema Liebe können das häufig Gefühle sein oder auch die Zuneigung zu einem Menschen, ne, an dem wir vielleicht noch nicht, mit dem wir noch nicht so ganz abgeschlossen haben. Es ist in der Regel beim Tod immer etwas, was schon lange überfällig war, was schon lange hätte weg müssen, ne? Und es kann sein, dass hier eine Information kommt, wie zum Beispiel, dass der Typ sehr unattraktiv, unansehnlich ist, nicht mehr duscht und dann denkst du dir, ah, das ist ja interessant, nee, dann will ich den auf keinen Fall wieder zurückhaben, wenn der sich so entwickelt hat, ne? So, und das hilft dir quasi dabei bei der Verarbeitung und dass du wieder Platz für etwas Neues hast. Manchmal zeigt es auch an, dass da gewisse Blockaden einfach abgebaut werden, ne? So, das ist eigentlich mal sehr schön, ne? So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir gucken jetzt weiter. Ich möchte auf das Thema Beruf bei dir gucken im Dezember. Schicksalsrad. Ja, guck da. Guck. Da, da sind die drei Schwerter. Und es ist das Schicksalsrad. Oi. Ach, leck mich am Arsch. Entschuldigung. Das ist mir gerade so raus. Weil es ist echt. Das ist echt. Also, so, pass auf. Thema Beruf kann ich dir an dieser Stelle sagen. Bitte erinnere dich an das, was ich hier gesagt habe. Nicht auf das Schlechte gucken, nicht melancholisch sein, nicht dich in so einer Depressivität verstecken und guck auch, dass du da vielleicht den Blick etwas änderst. Ja, das einmal an dieser Stelle. Das scheint hier irgendwie eine Aufgabe zu sein. Wir haben hier sehr viel Schwertenergie. Einmal diese Depression, diesen Pessimismus und dann haben wir hier auch noch die 10 der Schwerter. Es kann sein, dass hier eine radikale Akzeptanz von Nöten ist, damit es dir hier besser geht. Verhagelte Stimmung im Beruf, ja, über die hast du jetzt die Chance, hinwegzukommen. Das einmal an dieser Stelle. Es kann sein, dass du einen Beruf hast, mit dem du nicht besonders glücklich bist, der dich generell auch einfach sehr unzufrieden zurücklässt. Und hier haben wir wirklich eine radikale Akzeptanz. Ich kann dir aber nicht sagen, wie die genau im Speziellen bei dir in deinem Fall aussieht. Das musst du tatsächlich selber schauen. Es wirkt so ein bisschen, als ob es jetzt so vom Universum ein Zeitfenster bekommt, um das aufzulösen beim Thema Beruf. Und wie machst du das? Da kommen wir jetzt zu diesen beiden Karten. Wir haben mit dem Narren, haben wir eine Energie, hier geht es irgendwie voran, hier geht es irgendwie in was Neues. Sagen wir, du warst mit deinem alten Job extrem unglücklich, bist schon fast am Rande des Burnouts gewesen, Depression hast du nicht gesehen, dann kommt hier ein neuer Job und dann sieh zu, dass du Verantwortung übernimmst. Was genau heißt das? Das kann unterschiedlich sein. Das kann sein, dass du für dich selber Verantwortung übernimmst, dass du dich nicht so auslaugen lässt auf der Arbeit, dass du vielleicht auch Nein sagst oder dass du vielleicht auch einfach Verantwortung für Fehler oder vielleicht auch für ein Nichtwissen auf der Arbeit übernimmst. Ja, der Hierophant ist hier an dieser Stelle eine Karte, die wirklich sagt, guck, dass du aus dieser Opferrolle rauskommst. Das habe ich nämlich bei den drei der Schwertern auch als Energie mit drin, diese Opferrolle und dieses, ich bin ein Opfer der Umstände. Nein, bist du nicht. Wir leben in Deutschland, wir haben, oder vielleicht auch lebt ihr in Österreich oder der Schweiz, wir haben keine Leibeigenschaft. Wenn ein Job uns nicht gut tut, dürfen wir kündigen. Wir müssen da drin nicht bleiben. Wir entscheiden uns dafür, in einem Job zu bleiben, der uns krank macht.
So, das meine ich beim Thema Eigenverantwortung. Und das scheint hier an dieser Stelle gerade beruflich bei dir ein Thema zu sein. Wobei ich auch sagen muss, das geht jetzt hier auch Richtung Psyche und ich möchte auch gar nicht so tief gucken bei sowas. Aber denk mal gerne drüber nach. Vielleicht könnte dir das weiterhelfen. Ja, dieses, ich mache etwas neu und dabei übernehme ich Verantwortung. Für mich, für meine Kollegen, vielleicht auch für die Firma, aber so, dass es halt mich in was Besseres reinbringt und mich nicht immer mit einem gebrochenen Herzen, mit einer verhagelten Stimmung zurücklässt. So, meine Lieben, jetzt gucken wir aufs Thema Finanzen. Finanzen, Finanzen, Finanzen. Was sagt das Geld? Auch hier bitte lieber wieder bedenke, das ist nur eine Prognose. Ganz genau kann ich es natürlich nicht wissen in der kollektiven Legung. Und ihr seid immer eigenverantwortlich, ja? Teufel. Okay. Oh nein, hier kommen jetzt so dunkle Karten. Was soll denn das? Okay, pass auf. Wir haben sehr hohe Zahlenwerte auf den Karten. Das heißt, wir haben also hier 9, 10, 10, ne, und der Teufel hier mit der 15. Wir haben hier generell schon mal ein Thema, was einfach sehr aktuell ist, sehr präsent und was dich wahrscheinlich auch schon länger umtreibt. Also ich denke, dass ich dir tatsächlich an dieser Stelle keine großen Neuigkeiten erzähle. Nochmal einmal ganz kurz vorweg, wenn du das nicht fühlst, dann ist es nicht deine Legung, dann versuche hier nicht krampfhaft irgendwas Dunkles zu finden bei deinen Finanzen, ja. Ich kann nicht alle treffen, ja, das kann nicht mit allen resonieren, das einmal an der Stelle. Wir haben hier einmal den Teufel, Krankhaftigkeit, schlechte Angewohnheiten, es kann auch sein, dass du hier Sorge hast. Hier sind so ein bisschen so Sachen, die man bereut oder vielleicht auch einfach Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Nachts aufschrecken, Albträume. Weinen bedeutet diese Karte. Und dann haben wir noch hier die Karte der Last. Ich muss mich da durchbeißen. Es zwingt mich in die Knie. So, was hier passiert ist oder was hier so gerade beim Thema Finanzen ist ein ungesunder Umgang damit. Das heißt, du hast 50 Euro in der Tasche, gibst aber Geld für 200 Euro aus, weil du dir denkst, ach, das ist schon hier. Also ich habe keine Ahnung. Es kann hier auch eine Dynamik sein mit einem Ehepartner, der vielleicht das Geld nicht gut im Griff hat, der euer gemeinsames Geld rausschleudert. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Es ist immer was Ungesundes. Es ist eine Dynamik, die einen in die Hölle katapultiert. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Und dann kommt hier, ich bereue das ganz doll. Das sieht für mich aus wie Schulden. Wenn du keine hast, musst du aufpassen. Ja, das einmal an dieser Stelle. Dann ein bisschen lieber den Euro dreimal umdrehen, anstatt sehr, sehr teure Weihnachtsgeschenke zu machen. Ne? Ich habe hier, wie gesagt, eine Problematik, die, wie gesagt, aber auch schon länger existiert. Und dann musst du schauen, wie ist dein Umgang generell mit Geld? Und hast du das gut im Griff oder sitzt du bereits auf dem Berg voll Schulden? Ja, wir haben hier auf der einen Seite die 10 der Stäbe, ne, dieses, es zwingt mich in die Knie und die 10 der Kelche. Ja, wir sind harmonisch, es ist toll, es ist super. Und das ist jetzt spannend, weil die beiden Karten nebeneinander liegen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier einmal, wenn du ruhig wirst, und dir Gedanken über deine Finanzen machst, hast du das Gefühl, scheiße, es zwingt mich in die Knie. Dann gehst du dir was kaufen und bist wieder himmelhoch jauchzend, Regenbogen, alles ist in Ordnung, Sorglosigkeit. Und das ist natürlich eine schwierige Kiste, ne? Das ist natürlich sehr gegensätzlich und macht diese Situation nicht unbedingt besser, ja? Wenn du sparsam bist und sagst, tut mir leid, das kenne ich nicht, dann ist es nicht deins, ja. Aber ich glaube, derjenige, der sich jetzt gerade angesprochen fühlt, ja, der weiß, dass er den Euro lieber dreimal umdrehen sollte, anstatt immer dieses kurzfristige Glück und die langfristigen Sorgen zu provozieren. So, jetzt gucken wir auf die sozialen Kontakte. Das sind die Arbeitskollegen, die Nachbarn, der Kegelverein, die besten Freunde, die entfernte Familie, die Kernfamilie, alle Menschen, die euch so im Laufe des Tages über den Weg hoppeln.
Okay, ich habe jetzt gerade schon bei den anderen Sternzeichen gesehen, dass es so eine Energie ist im Dezember. Auf der einen Seite ein Liebesmonat, auf der anderen Seite sehe ich hier aber auch den Bruch mit Menschen. Und das ist bei dir ähnlich, ne? Ich habe hier einen Menschen, von dem wirst du dich verabschieden und das ist auch nicht mehr zu retten. Auf der anderen Seite ist das schon jemand, mit dem hast du jetzt schon länger Terz. Also du wirst ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt schon kennen und du weißt, dass eure Beziehung, euer Zwischenmenschliches, dass das schon lange in der Grütze liegt. Hier im Dezember kommt der endgültige Abschluss. Und man sagt, okay, ich bin müde zu kämpfen, ich bin müde, mich immer wieder zu erklären, es reicht. Ne? Wir hören an dieser Stelle auf, wir müssen uns leider verabschieden. Ja, das ist auch in Ordnung. Damit wird es dir besser gehen und da wirst du auch irgendwie durchatmen. Aber das Thema wird dich wahrscheinlich noch eine Weile verfolgen. Also ich habe dich hier sehr nachdenklich und auch sehr viel also rückblickend. Habe ich dich sehr, sehr stark. Du wirst dir überlegen, habe ich da alles richtig gemacht? Habe ich da meine Worte gut gewählt? Ne? Wenn man sich aber die ganze Reise mit euch beiden anguckt, dann wird es definitiv so sein, dass hier einfach der Bruch unvermeidlich war. Jetzt haben wir hier nochmal 7 der Münzen, 7 der Stäbe. Ja, das ist so eine Energie, wo ich tatsächlich sagen würde, vielleicht hat das hier so ein bisschen die Nachwehen, dass man sagt, okay, ich bin hier irgendwie nicht auf dem Level, dass ich noch vielen Leuten vertrauen kann. Ich habe hier, wie gesagt, nochmal diese Melancholie und dieses, ich bin nicht so richtig bei mir. Ich bin so ein bisschen auf dem Level, dass mich viele Dinge schneller verletzen und dass ich vielleicht auch ein bisschen nachtragender bin als sonst. Ja, astrologisch bin ich nicht so bewandert, aber das wird wieder irgendwas Astrologisches sein. Da muss ich nachher mal jemanden fragen. Hier kommen Beziehungen ins Stocken und gleichzeitig gibt es hier so ein Misstrauen, so ein, ich vertraue im Moment keinem. Irgendwie ist mein Vertrauen angeknackst. Und wenn ich frage nach einem Treffen, ich möchte mich heute treffen und die Leute sagen, nee, sorry, erst in 3 Tagen, dann fühle ich mich gleich zurückgestoßen und bin misstrauisch. Ja, so eine Energie, so eine Stimmung ist das. Ich weiß nicht, ob es hiermit zusammenhängt oder generell so ist oder einfach mal so die Schwingung, aber mach dich drauf bereit. Und versuch vielleicht auch gegenzusteuern, wenn du kannst. So, jetzt sind wir in der letzten Kategorie, Botschaften vom Universum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier was miterzählen. Das hatte ich jetzt auch schon in einigen Legungen, dass da noch mehr erzählt wurde zu den beiden Karten. Der Wagen. Gut, guck mal hier, pass mal auf. Also, jetzt haben wir hier nochmal eine sehr schöne Legung. Ich hatte ja gerade die 10 der Kelche gerade nochmal bei den Finanzen bei dir, wo ich gesagt habe, dieses kurzfristige glücklich kaufen, das ist der falsche Weg. Was ich hier bei dir sehe, ist so ein bisschen der Weg in dieses Glücklichsein, was du dir so sehr wünschst, ne? Was du vielleicht auch mit diesem glücklich kaufen fokussiert hast, das kannst du auch anders machen, ja? Das einmal an dieser Stelle. Ich habe dir hier schon gesagt, der Herrscher ist eine Energie, die ist sehr fest, die ist sehr gebunden und die ist auch sehr routiniert und alltäglich. Das Ding ist, hier habe ich jetzt eine Energie, die zeigt so ein bisschen so einen kleinen Wandel, von dem wir kommen runter von diesem Festen und machen uns auf einen neuen Weg. Das Ding ist aber, die beiden schließen sich nicht aus. Es kann sein, dass du hier mit deinen Routinen, deinen Ansichten und deinen Wertvorstellungen, die du durchaus behalten sollst und auf die du durchaus pochen solltest, dich trotzdem irgendwie nochmal neu auf den Weg machst, ja? Gerade bei so, das ist jetzt mal ein Beispiel. Du hast eine Diskussion und du weißt schon ganz genau, du hast eine vorgefertigte Meinung, aber du lässt dich trotzdem auf den Weg ein und hörst dir die Gegenseite an. Der muss dich nicht umstimmen, aber es ist einfach interessant zu hören oder zu wissen, wie denkt der andere, obwohl der eine ganz andere Meinung hat als ich. Ja, ich bin kein Fan davon, dass wir alle mal gegeneinander und du hast Unrecht, nein, du hast Unrecht. Ne? Das finde ich tatsächlich ganz, ganz furchtbar. Einfach mal anhören. Ja, hier mit dem Magier haben wir noch mal so eine Erinnerungskarte. Du gestaltest dein eigenes Leben. Das, was du dir erträumen kannst, kannst du umsetzen. Ne? Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die 10 der Kelche. Man möchte Harmonie, beisammen sein, Regenbogen, Harmonie und glücklich sein. Vielleicht möchtest du sogar eine ganze Familie haben, ja? So eine eigene kleine Familie mit Kindern, Ehemann und hast du nicht gesehen. Das ist möglich. Aber schau, wie du das erreichen kannst. Der Magier zeigt auch immer, du musst die Initiative erreichen. Es wird nicht einfach so dir in den Schoß fallen. Mach dir vielleicht auch zum Jahreswechsel einen Plan. Wie kann ich glücklich werden? Was
brauche ich dafür oder was glaube ich dazu zu brauchen und wo sind überhaupt meine Prioritäten im Leben? Ja? So, an dieser Stelle schließe ich die Legung, weil ich habe schon viel zu lange geredet. Meine Lieben, ich bedanke mich, wenn ihr immer noch zuhört und immer noch geduldig seid mit mir. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne. Wenn ihr glaubt, jemand soll das sehen, teilt es gerne und ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo für meinen Kanal da. Meine Lieben, macht's euch schön im Dezember, nicht November, und bis zum nächsten Mal.